Oi da, was geht ab Leute? Team Bubble hier, der krasseste Channel überhaupt. Heute mal mit einem Marktvideo, bisschen was zu preisen, beziehungsweise wieder so eine Geschichte. Kam ja ganz gut an mit Chadolz. Einfach so ein Bericht, wie sich das Ganze entwickelt, zwecks Preisen und so kaufen. Und heute halt über Solemn Scolding, über den Hype, wie sich das halt so entwickelt hat vom Preis her, was für Gedanken ich hatte, wie sich das ausgewirkt hat und was genau passiert, wenn man sich entscheidet, welche zu kaufen und womit man rechnen sollte, wie hoch das steigen kann und sowas, werde ich euch halt in diesem Video erzählen, näher darlegen. Aber als erstes, davor noch, habe ich einen neuen Artikel auf Gate to the Games. Checkt den mal ab, Link ist in der Beschreibung und ein Kommentar wäre ganz nett. Dann kommen wir zu Solemn Scolding. Und zwar wurde das halt YCS gehypt. YCS irgendwo in Amerika. Diese möchte gern Pro-Player, haben es halt gespielt in Necros. Das wurde dann halt gehypt von diesen ganzen Yu-Gi-Tubern. Das war halt Samstag bei denen. Und wegen der Zeitverschiebung war das dann Sonntag bei uns. Ich bin Sonntag aufgestanden, habe mein Bubble Tea Facebook-Ding gecheckt. Habe halt den Hype mitbekommen. Es war Sonntagmorgen. Ich bin Frühaufsteher, also keine Ahnung, so 7, 8 Uhr war es. Dann habe ich natürlich TCG Market abgecheckt und dort war der Preis noch relativ gering. Um die 5, 6, 7 Euro, also vom Hype habe ich da noch nichts mitbekommen. Aber Facebook war halt voll von dem Hype und dann habe ich halt die Läden in Amerika abgecheckt, aber den Preis konnte ich nicht herausfinden, weil es stand überall nur da, ausverkauft, keine mehr auf Lager und sowas. Und dann kannst du halt nicht den Preis sehen, du kannst nicht sehen, für wie viel es tatsächlich verkauft wurde. Es kann ja auch sein, dass die Leute das dann einfach wieder rausgenommen haben, weil sie es halt nicht für den Preis verkaufen wollten, aber in Wirklichkeit ist es halt nicht für den hohen Preis weggegangen. Könnte zum Beispiel sein, also muss halt noch nicht bedeuten, dass es jetzt teuer ist. Dann informiere ich mich halt online, suche ein bisschen rum, eins auf Detective Conan und finde halt den Preis heraus. War $35 oder sowas, also zwischen 30 und 40, wenn ich mich richtig erinnere. Oder so $25, was halt bei uns 15 bis 20 Euro wäre. Und die waren halt bei uns auf Market noch um die 6 bis 7 bis 8 Euro. Hab mich dann halt entschlossen, welche zu kaufen. Könnt ihr hier sehen. Ich habe 2 für 6,87 gekauft. 3 für 5,98. Und dann noch 2 für 6,95. Wobei er nur einen abgeschickt hat und den zweiten hat er angeblich nicht mehr. Also ich dachte mir natürlich nicht, dass ich den jetzt für 20 oder 25 wieder loswerde. Sondern dass er wahrscheinlich dann 15 sinken wird, dann auf 12 oder so. Und dann selbst wenn er für 10 weggeht, habe ich immer noch meinen Plus gemacht. Deswegen habe ich die mir halt mal gekauft. Und dann ist der Hype rüber zu uns gekommen. Die Leute sind aufgewacht. Es war Sonntag, die sind ein bisschen spät aufgewacht. Vormittag, Nachmittag erst. Und dann hat der Hype halt angefangen. Und Solemn Scolding ist teuer geworden. Aber wie vorhin schon gesagt, nur weil eine Karte jetzt teuer geworden ist, heißt es aber auch nicht, dass sie für den Preis auch weggeht, weil es kann zum Beispiel sein, dass die Leute die Karten für 6, 7 Euro gekauft haben, so wie ich. Dann haben ein paar noch die für 10 gekauft. Und dann die Leute, die die für 15 zum Beispiel drin hatten, haben die dann halt zum Beispiel rausgenommen, sodass halt dann nur noch die für 20 drin waren. Aber theoretisch wurde es nur für maximal 10 Euro gekauft. Also der Preis ist dann gestiegen, war am Höhepunkt. Aber es halt, dauert halt, bis du deine Karten bekommst. Beziehungsweise du musst überhaupt erstmal hoffen, dass die abgeschickt werden. Weil manche Verkäufer sind halt nicht seriös. Wenn die sehen, dass irgendwas gestiegen ist, dann canceln die Bestellung. Oder behaupten, dass sie die nicht mehr haben und sowas. Ich hatte halt Glück. Das waren korrekte Leute. Haben alles abgeschickt. Außer der eine, der halt nur noch einen hatte von zwei. Aber als meine abgeschickt wurden, sind die schon wieder runter auf 15 gesunken. Und dann, als ich die bekommen habe, kann ich die natürlich nicht für 15 reinstellen, weil die anderen 15 sind. Also muss ich die für 13, 12, 13 und sowas reinstellen. Und die sind halt dann nochmal gesunken, bis meine angekommen sind. Auf circa 10. Also habe ich meine reingestellt für 8,50. Ist einer weggegangen. Dann 2 für 9. Und nochmal 3 für 8,50. Das war innerhalb von einer Woche. Also es war jetzt nicht so, dass die Ware ewig gedauert hat, bis es bei mir ankommt. Und dadurch der Hype schon wieder vorbei war. Also das waren 4-5 Tage oder sowas. Von 5 Euro auf 25 und dann wieder zurück auf 10. Rechts irgendwo werde ich, glaube ich, einen Taschenrechner einblenden. Dann könnt ihr ungefähr sehen, wie viel Plus ich gemacht habe, falls das jemanden interessiert. Und das ist ungefähr der Ablauf. Wenn man eine Karte kauft und die wieder verkaufen will für Plus, wenn etwas gehypt wird,
woran man denken muss, was man erwarten kann und sowas. Also ist auf gar keinen Fall so, dass jetzt man die Karte immer super billig einkaufen kann und dann am Höhepunkt einfach wieder los wird. Ich hoffe, ich konnte euch durch die Story, durch das Video, den Ablauf ein bisschen genauer erklären, sodass ihr euch ein Bild davon machen könnt, wie das so ein bisschen hinter den Kulissen läuft. Ansonsten war es eigentlich auch schon. Wie immer, checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere Facebook-Seite, App und sowas ab, unsere Sponsoren. Und ciao.